muss ja. Ich habe echt Angst, dass mich gleich von oben was runterschießt hier. Muss ja nicht sein. Wisst ihr, jetzt wollte ich mir eigentlich noch eine Schaufel machen aus den ganzen Diamanten, damit ich schneller den Kies abernten kann. Da verpasst jetzt. Du willst zu dem Thema, oh ja, geht mit Fackeln rein, ja klasse. Da vergisst du den ganzen anderen Rest. Aber da ich mit Fackeln reingehe, mach ich mal einen kleinen Trick. Hui! Wer kennt den noch, den Trick? Den habe ich damals, glaube ich, in den ersten 100 Folgen habe ich ganz gerne angewandt. Das klappt aber nicht immer. Okay, da oben ist ein bisschen Kohle, interessiert mich jetzt aber eigentlich recht wenig. Das, was mich gerade am meisten interessiert, ist, dass ich hier nicht irgendwo reinstolper. So, jetzt lassen wir mal unser Glück spielen und hoffen, dass jetzt mir hier nicht gleich Lava entgegenströmt. Zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe gerade nur, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Verzeiht mir mein ruhiges Dasein am Rande der Existenz. Ich mach mal zu von oben. Da ich keine Lust auf unangenehmen Besuch habe. Das können wir später immer noch verglasen oder sowas, was auch immer wir da machen wollen. Das interessiert mich jetzt gerade so eher weniger. Das ist falsch. Das ist falsch. So wird ein Schuh draus. Oder ein Tunnel. Okay. Da hat sich... Jetzt sollte man theoretisch hier erstmal durchkommen. Bis hierher. Okay. Sehr schön, das hat funktioniert. Lass mich in Ruhe. Okay. Überall Lava. Außer hier. Und dann versuchen wir mal von hier irgendwie... Ah, sehr schön. Aber das ist in die Lava gegangen, wäre ich... Ich hätte wahrlich geflucht. War das nicht geplant? Schweig! So. Funktioniert doch ganz gut und so viel haben wir ja gar nicht. Was wir da noch wegmachen müssen. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal das komplett wegnehmen. Und auf die Kohle, die da liegt, müssen wir verzichten. Glück habe. So, machen wir es mal oben zu. Damit wir nicht wirklich noch was auf den Kopf springt.
Klack, 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 klack. Eine wunderbare Fackel hierher. Auch hier und hier. Aber hier noch nicht, aber da. Jetzt müssten wir theoretisch irgendwo sogar noch ein wenig... Huch! Wer war das? Wir haben keinen normalen Stein mehr, sehe ich gerade. Wenn ich mal die andere Spitzhacke. Mehr ein wenig normalen Stein aus der Wand. So. Denn umso mehr wir jetzt hier mit anderen Steinen auskleiden, umso mehr müssen wir später wieder richtig machen. Klack. Okay. Auch das. Und auch das hat funktioniert. Na super. So, an der Stelle wird man dann merken, dass hier die Lava war. Hört man ja auch eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich werde dann hier mal ein bisschen mit der Behutsamkeitsachse arbeiten, damit wir ein bisschen was bekommen. Und so steigt uns die Kohle auch nicht zu Kopf. Im Sinne von, wir haben die Taschen damit voll. Sehr schön. Jetzt gehen wir wieder runter. So, hier sind wir richtig. Okay. Dann buddeln wir einmal fröhlich drauf los. Und schauen wir, wo wir ankommen. Wir müssen uns rein theoretisch die Koordinaten des Wurfes merken, um dann später hier mit den Koordinaten wissen zu können, wo wir auch lang müssen. Das wäre vielleicht eine Idee, die sich da mal aufzuschreiben. Oh, war's schon wieder mit Stein? Anscheinend schon. Da geht das mal weiter hier. Nimmt doch flockig nach vorne. So, eine Fackel. Und ein wenig von dem Stein mitgenommen. Ja, wie gesagt, ich bin kein... Also, so WM gucke ich auch gerne, freue ich mich auch immer mit. Aber sonst bin ich eigentlich überhaupt kein Fußballschauer, so was noch kleinere Spiele angeht. Aber war ein cooles Spiel, war eine coole WM, wir haben nicht ein Spiel verloren, da bin ich besonders stolz drauf, da haben sie echt geile Arbeit geleistet dieses Jahr. Und ja, können sie ruhig nächstes Jahr wiederbringen, ansonsten war es wirklich, ja, hat mich sehr gefreut. Ne? Also. Und die Interviews fand ich sehr witzig, muss ich gestehen. Das eine von dem sehr genervten Fußballer und das andere dann mit... den beiden Komikern des Teams, die dann nochmal die Presse ordentlich verarscht haben, war auch nicht schlecht. So. Und ich wünsche natürlich aus ganzem Herzen den Lukas Podolski, den ich damals bei den ersten Spielen oder auch immer noch sehr gemocht habe. Ich hoffe, es hat ihm Spaß gemacht. Das ist ja sein letztes WM-Spiel jetzt gewesen, also so wie ich das erfahren habe. Ich hoffe, ihr erzählt es nicht zwar. Creeper. Ich hoffe, ihr erzählt es nicht falsch, aber ich glaube, der Lukas Podolski, das war sein letztes WM-Spiel. Der wird nicht mehr an der WM teilnehmen. An der nächsten. Ist ja auch ganz logisch. Der ist ja also mittlerweile auch schon mega, mega alt, was Fußball angeht. Also. Also sogenanntes Fußballfossil schon fast. Ein Fußballsiel. Was stirbt denn da die ganze Zeit? Du.
wundere mich gerade, dass wir aber absolut keinen Diamanten finden. Also gut, es wundert mich jetzt eher weniger. Es freut mich aber auch nicht. Ich hätte gern einen Diamanten gefunden. Wir haben jetzt extra keinen ausgegeben, fällt mir auf. Wir haben gar keinen Blitz. Ah doch, für Schwert. Wir haben Schwert gemacht. Na, da möchte ich aber mindestens eine Diamanten... Ach, Moment mal, was hinsetzen. Ich möchte aber mindestens eine Diamantenader jetzt finden. Ist auch wieder mega schwül heute Abend. Es ist ja mittlerweile um 1 nachts. Und es ist einfach so... Es ist einfach so verdammt schwül. Ich könnte gar nicht schlafen. Selbst wenn ich wollte, ich könnte mich nicht ins Bett legen. Das wäre Selbstmord einfach. So. So, sieht man besser. So, und dann kommen wir jetzt mal hier. Huch. Ein bisschen wegkrabbeln. Für die Wege, die uns auch bevorstehen. Für diesen und für die nächsten Wege. Kohle, Kohle. Wie ich in Dragon's Profits bereits sagte. Selbst wenn ich 3 Tonnen Kohle habe, ich kann einfach nicht widerstehen, wenn ich welche sehe, dann muss ich sie einfach haben. Das ist so ein Minecraft-Prinzip. Du kannst Erze nicht einfach liegen lassen. Irgendwann hast du wirklich so viel, dann läufst du vorbei und denkst dir, oh, die nehme ich jetzt nicht mit und so. Aber es reißt dich immer wieder. Immer wieder, vor allem wenn du neue Texture Packs hast, es reißt dich einfach, diese Kohle aus der Wand zu reißen. Das Klirren der XP zu hören und dir zu denken, hey, ich habe jetzt 3 Milliarden und 3 unnütze Kohle. Wow. Weißt du wie? Okay. Drei Fackeln, 3 Treffer. Jetzt nicht ganz so gut geklappt. So. Dann tun wir mir die Band rausreißen. Ja, könnt man in die Kommentare schreiben, liebe Minecraft-Zuschauer. Stört es euch denn, dass die Musik weg ist? Würde ich gerne mal eure Meinung hören. Ich finde es manchmal ein bisschen traurig, dass so wenig Minecraft-Musik nur da ist. Andererseits finde ich es halt jetzt schön und kann damit auch... weiß ich. Ich kann mit der Ruhe irgendwie besser spielen mittlerweile. Was ist das denn? Das müsste Eisen sein, wenn man hier alles täuscht. Richtig, Eisen. Oh. Also ich komme in der Ruhe gut zurecht. Und da würde ich gerne eure Meinung hören. Stört euch denn, dass die Musik weg ist? Würdet ihr gerne sowas in der Art wieder haben? Oder findet ihr das ganz cool? Findet ihr das ganz okay? Seid ihr einfach nur froh, dass ich wieder Minecraft mache? Den könnt ihr mir ruhig mal anvertrauen. Schreibt es einfach in die Kommentare und... Ja, dann bin ich glücklich, wenn ich da ein Yay, du machst wieder Minecraft höre. Glaubt mir, ihr könnt mich damit sehr glücklich machen. Wirklich sehr glücklich. Also schreibt es in die Kommentare, denn ich weiß, wo euer Haus wohnt. So. Was ich verrückt niemals. Das war Erde, braucht man nicht. Dum da dai, du 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 du. Jetzt habe ich keinen Stoch. Ich habe noch mehr als genug Stein mittlerweile. Den können wir ja einfach so schnurstracks weitermachen. Und immer noch kein Diamant. Ich bin verwirrt. Warum finden wir keine Diamanten? Sind wir denn so unwürdig, diese edlen Prachtexemplare der Natur zu besitzen? Oh. Nein, meine ach so teure Eisenschaufel ist kaputt gegangen. Nein. Und da schwirrt eine ziemlich fette, große Motte vor meinem Balkon. So richtig
fett und groß. So, fast schon Toni groß. Oh mein Gott. Bitte verzeiht mir diese Witze. Sollte heute noch so ein Witz fliegen, dann, ja, liegt's an der WM. Liegt's an der abgeschlossenen WM. Ach, keine Ahnung. Ich bin nicht ich selbst. So. Wie viel Kies noch? Ich bräuchte echt mal eine bessere Schaufel für sowas, aber ich habe leider keine mitgenommen. Und ich habe es eigentlich auch nicht vor, mir eine aus Diamanten zu machen. Weil Dinge sprechen dagegen, die ich nicht begründen kann. Aliens haben mein Leben entführt. Mich haben sie da gelassen, nur mein Leben entführt. Das ist deutlich nicht korrekt und absolut grammatikalisch richtig. Ich kenne mich da aus. Und so viel Kohle. Boah. Ist, hättest eigentlich gleich so deine wenn du gespawnt wirst, hätte eigentlich genau vor deiner Haustür erstmal so eine Kiste stehen müssen mit: Hier haben sie 20 Stapel Kohle. Wir wünschen ihm viel Spaß damit. Minecraft wirft einem die Kohle geradezu hinterher. Leider nur die Spielkohle. Nichts dagegen, mir richtige Kohlen hinterhergeworfen werden würden. In Form von Moneten. So. Ich habe einen Stein vergessen. Nein. So. Ja, jetzt sind wir denn. Wir haben ein volles Inventar. Wow, wir sind echt bald gekommen. Aber wir haben immer noch keinen Diamanten gefunden. Wurde mich jetzt durch. Diamanten. Wo seid ihr, ihr Diamanten, ihr saftig luftenden Diamanten? Hallo. Hallo. Diamanten. Es ist so anstrengend zu reden gerade. Es ist einfach... Boah, ist das warm, ey. Ich möchte jemanden erschießen. Am besten mich selber. Ich bin nicht verrückt. So. Hallo. Diamanten. Ich dreh nicht durch. Nein. Alles ist gut. Wir finden Diamanten. Wir finden deine Diamanten. Wir werden sie finden. Ich grab mich hier gerade durch alle Erze durch, nur um diese Diamanten zu finden, aber ich glaube... Nanu.